Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Projekt auf meinem Kanal, nämlich Portal. Gut, eigentlich sollten das andere Projekte kommen. Jetzt aber, nachdem ich die nicht zum Laufen gekriegt habe, machen wir jetzt erst das. Gut, dann fangen wir gleich an mit Kapitel 1. Es kam mal 0-0. Habe das Spiel noch ganz wenig gespielt bisher. Aber wir werden uns da über ganz schöne Sachen unterhalten. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Por favor, perdón, fallar muchos. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Okay, dann geht's auch gleich weiter. Portal, ganz einfach beschrieben, wir müssen durch Portale gehen. Die können wir später dann selber schießen, aber jetzt müssen wir erstmal die Level so bestehen. Ist ein Puzzlespiel mehr oder weniger. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Das wissen wir. Computerstimme. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Portale wechseln da gerade die Position durch. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf liegt vorgesehen ist. Liegt der nicht ist. Richtig drauf, der Kubus? Richtig, Riesen. Müssen wir noch warten. Die Zeit wird so schön, wenn wir die selber schießen können, die Portale. Aber gut, schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Eigentlich wollte ich jetzt Need for Speed Underground, Underground 2 und Most Wanted aufnehmen, aber die habe ich irgendwie nicht zum Laufen mitgekriegt, beziehungsweise mit so einer schlechten Grafik, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Können wir auch gleich Tetris spielen mit Pixel. Ich habe mir gedacht, da nehme ich schon so lange das auf, weil Mad Games Tycoon, wo es auch nicht mehr weitergeht. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, ja, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Wir wollen weiter. Löst das Ding auch noch alles auf? Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus. Das
Gerät sollte sicher sein. Ja, klar ist das sicher. Aber gut. Bei GameStack Home geht jetzt erstmal nicht weiter, weil jedes Mal, wenn jetzt anscheinend ein neuer Patch kommt, man alle Spielstände nicht übernehmen kann und ich neu anfangen müsste. Daher kommt jetzt erstmal das. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Noch sind ja die Tests einfach, weil sie so ziemlich sehr gut weiß. Übrigens, der Tag der gespielt? Offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Na gut. Demnächst Uploadplan habe ich jetzt auch schon auf die Infoseite vom Kanal geschrieben. Jedoch weiß ich nicht, ob ich den einhalten kann. Darum habe ich ihn jetzt erstmal ein paar Wochen verschoben. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Gut, jetzt ja dann im März. So 10 März oder so sollte vielleicht noch ein neues Projekt starten. Nämlich City Skylines. So eine Art Cities XL und SimCity. Das Gefühl, dass es teilweise ruckelt. Muss ich dann nochmal schauen, ob dran liegt, dass es ruckelt. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Ja, klasse. Sehr gut. Nur Lügen hier. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, und auch noch viele Funktionen. Ja, klasse. Schauen, wie das weitergeht. Gut, die Ladezeiten werde ich stehen lassen, außer das Spiel hängt sich auf. Da natürlich nicht. Aha. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhaft unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Das wurde im zweiten Teil auch besser dann gelöst. Okay. Dann den zweiten Teil spielen wir natürlich auch dann nach dem. Chronologisch gehen wir hier vor, zuerst 1, dann 2. Vielleicht kommt bis dahin dann auch noch ein dritter Teil raus, wer weiß. Da warten wir ja schon sehnsüchtigst drauf, so in etwa. Aber gut. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Müssen wir auf die Plattform landen. Sobald sie wieder da ist. Ziel in dem Spiel ist es übrigens immer die Level zu bestehen. Also ein Puzzlespiel sozusagen. Nur falls das Leute noch nicht mitgekriegt haben. Momentan sieht noch alles mehr oder weniger so gleich aus und so. Portal 1 war ja früher mal eine Beigabe zu. Am anderen Titel von Valve. Aber war dann so großer Erfolg, dass es den Nachfolger gegeben hat. Gut. Da schauen wir mal, was draus wird. Die Parts werden in 15 Minuten geteilt. Weil sonst werden wir da wahrscheinlich gleich durch. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat.
Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf ihrem Testbogen, gefolgt von ihrem Tod. Also die Flüssigkeit ist schlecht für uns. Das war natürlich mehr oder weniger unvorteilhaft. Das auch schon wieder gelöst. Muss er versuchen, dahin die Energiekugeln umzulenken in dem Teil. Gut. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ja, wir kennen das ja. Muss uns bloß wieder aufziehen und am Schluss handelt es uns wie den letzten Deppen. Ich hoffe, ihr verzeiht nur die momentan schlechte Audioqualität. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Also verzeiht mir die schlechte Audioqualität, weil... Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Weil ich momentan etwas umstelle in meinem Zimmer. Hier. Das Mikrofon jetzt mehr oder weniger hin und her geschoben hat und das tut ihm nicht gut auf Dauer. Aber gut. Warten wir mal ab, was daraus wird. Die erste Folge machen wir in Länge. Wobei, wir haben jetzt erst 13 Minuten. Sowas in die Richtung, denke ich. Ah, 12 Minuten haben wir erst. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Kapitelkopfimpulse. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Computerfehlfunktionen sind immer schlecht. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Okay, wir müssen natürlich versuchen, darüber zu springen irgendwie. Aha. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Ja, das ist ja schön. Also man muss etwas umdenken bei Portal. Aber gut. Dieses Jahr soll ja vermutlich auch noch ein neues Need for Speed rauskommen. Mal schauen, wie sich der Teil entwickelt. Hoffentlich zum Positiven. Für die Spieler gesehen natürlich, nicht für EA. Weil EA momentan sehr stark beweist, sie sind nur an Geld interessiert. Dann sind wir mit Most Wanted von 2012 oder Rivals von 2013 gezeigt. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Passiert, wenn wir da sind. Machen wir doch gleich mal darauf, hätte ich gesagt. Da sind wir. Ach, Mann. Okay.
natürlich versuchen, da drüben drauf zu kommen. Aber jetzt bekommen wir die Doppelportalkanone. Nicht nur, dass wir blau schießen können, dann können wir damit auch orange schießen. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Schauen wir erstmal, dass wir aus dem Raum weiterkommen. Weil jetzt ist schon wesentlich angenehmer, jetzt können wir ja zwei Portale gleichzeitig schießen. Bloß nicht da unten reinfallen. So. So, weiter geht's im Text. Ja, ich hoffe jetzt bei allerdings, das hoffen viele wahrscheinlich auch, dass das neue Need for Speed das vorher rauskommt und jetzt halt mehr oder weniger sich wieder an die nicht alten, sondern eher mittleren Teile orientiert, wie Underground oder Most Wanted. Ein Tuning dabei ist. Machen zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Raum. Wo ist jetzt der Würfel? So. Da oben. Okay, damit kommen wir rauf. Jetzt noch mal auf ein neues rüber, weil zum Beispiel die Tür aufmachen müssen und jetzt kommen wir raus. Oh oh, noch mehr Fehlfunktionen ist gar nicht schlecht. Ja, aufzuwackeln, das ist natürlich auch schlecht. Und den Ladebildschirm, der ist ja im ersten Teil hier noch wesentlich kurz im Vergleich zum zweiten. Gut, wegen Tuning sollte beim neuen Need for Speed auch wieder dabei sein. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindelig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Na klasse. Ich als erstes auf jeden Fall den Strahl umlenken. Wohin? Da. Ja. Haben wir schon mal das. Auf jeden Fall dahin. Drüben, oder? Ich verstehe. Wir müssen den aus dem vorherigen Raum noch mitnehmen. Machen wir da das Blaue hin und da oben. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man geschafft. Sie vermissen. Aber jetzt ist es erstmal gut für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag.